So, ich sitze jetzt hier mit dem guten Krimbo, unsere neueste Ergänzung im Main Team. Erste Frage an dich. Wie lange bist du jetzt schon im Main Team? Ich glaube 1,5 oder 2 Monate. Also die Zeit fliegt schnell im Moment, aber ich würde 2 Monate sagen. Und wie ist das jetzt für dich, dass dein erstes großes Turnier nach der ESL Pro League direkt das Major ist? Das ist halt, also hätte ich nicht erwartet, ich glaube, hat keiner erwartet. Ist natürlich ein Riesenwunsch von mir Erfüllung gegangen, sag ich mal, Major zu spielen, seinen eigenen Sticker zu haben, dass es so schnell gegangen ist, habe ich natürlich mit nicht gerechnet, aber ja, ist natürlich cool. Gibt es da einen großen Unterschied zwischen Online- und Offline-Spielen? Teilweise ja, also sag ich mal, auf dem Level, wo wir jetzt spielen, eigentlich nicht wirklich. Manche trauen sich halt, sag ich mal, mehr online zum Beispiel als offline. Und ja, aber sonst gibt es eigentlich auf dem Level keine großen Unterschiede. Mit Fatih hast du ja jetzt einen der größten deutschen CS-Strategen als Coach. Wie hat sich das jetzt geändert in den letzten Wochen? Also Fatih kam ja vor 2 Wochen für Niki, glaube ich, für NK. Und man merkt halt direkt, dass er, auch wenn er jetzt ein halbes Jahr Valorant gespielt hat, dass er einfach für CS geboren ist, sag ich mal. Der hat jetzt, sag ich mal, die ganze Meta nicht mitbekommen, das ganze Jahr, und war halt nach 1-2 Wochen wieder drin. Und ja, man kennt sich auch so und man fühlt sich auf jeden Fall extrem wohl bei ihm. Was sind deine Ziele fürs Major? Auf jeden Fall Playoffs erreichen. Ich möchte gerne mal vor einer Stage spielen. Und auf Stage spielen, also vor einer Crowd. Und ja, natürlich das Major zu gewinnen, das ist das ultimative Ziel natürlich, aber Step by Step erstmal für die Playoffs qualifizieren. Und was sind deine generellen Ziele für deine gesamte Karriere? Also ich habe keine wirklichen generellen Ziele. Es ging ja auch alles ziemlich schnell, dass ich als Stand-in fürs MR Qualifier geholt wurde, dass ich dann direkt danach die Pro League gespielt habe, dass ich jetzt hier bin und das Major spiele. Natürlich Sachen wie ein Major gewinnen, Cologne vor der Stage, beziehungsweise halt Cologne gewinnen. Und halt, sag ich mal, mit dem Beruf, sag ich mal, auszusorgen und dass auch meinen Eltern, sag ich mal, gut geht. Zum Beispiel ein Haus für meine ganze Familie kaufen, sowas. Und halt nie die Leidenschaft an dem Spiel verlieren. Ja, top Ziele. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir ganz viel Glück fürs Major. Dankeschön.